Nach dem Unfall des Tauchboots Titan untersucht nun auch die Küstenwache nach der Ursache des Unglücks. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der Bergung von Gegenständen vom Meeresboden, sagt der Chefermittler der Küstenwache Jason Neubauer. Man führe aktuell auch Befragungen im Hafen von St. John's durch und befinde sich in der Phase der Beweissicherung. Zur Frage nach der möglichen Bergung der Leichen sagte Neubauer lediglich: Ich werde nicht auf die Einzelheiten der Bergungsarbeiten eingehen, aber wir treffen vor Ort alle Vorsichtsmaßnahmen, falls wir auf menschliche Überreste stoßen sollten. Bei der Untersuchung arbeite man mit den internationalen Partnern zusammen, darunter der kanadischen Verkehrssicherheitsbehörde. Am Ende der Untersuchung könne die US-Küstenwache den zuständigen Behörden gegebenenfalls Empfehlungen für ein zivil- oder strafrechtliches Vorgehen geben. Zuvor hatte die kanadische Polizei angekündigt, strafrechtliche Ermittlungen zu prüfen. Derzeit bestehe aber kein Verdacht auf kriminelle Aktivitäten. Zu den Kosten der Suche sagt der Chef der US-Küstenwache im Nordosten des Landes, John Mauger: Nach US-amerikanischem Recht und der Politik der Küstenwache erhebt die Küstenwache keine Gebühren für Such- und Rettungseinsätze. Der Ozean sei eine unversöhnliche Umgebung. Jedes Wochenende gibt es Risiken, die eingegangen werden, wenn Menschen mit unzureichender Sicherheitsausrüstung und unzureichender Ausbildung aufs Wasser gehen oder berauscht Boot fahren.